Nächste Frage hat der Reitschuster. Einen großen Lacher gab es heute hier auf der Bundespressekonferenz. Ich weiß nicht, ob man das im Mitschnitt so hört. Darum gebe ich es Ihnen jetzt so wieder. Wenn es danach sich herausstellen sollte, wenn ich das Video habe, dass es da verständlich ist, dann schneide ich es Ihnen auch noch rein. Es ging heute um die Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für letztes Jahr. Und eine Kollegin wollte dennoch nach der Kanzlerkandidatenfrage bei der CDU fragen. Und die Vorsitzende hat dann völlig zu Recht in meinen Augen gesagt, ja, aber das hat nichts mit der Kriminalitätsstatistik zu tun, worauf ich mich nicht zurückhalten konnte und einen Zwischenruf machte und sagte, noch nicht. Und der Herr Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg, der konnte dann auch den Schelm in sich nicht verbergen und hat dann noch reingerufen, hoffentlich bleibt das so. Also das fand ich heute bemerkenswert hier auf der Bundespressekonferenz. Ja, Isabel Reifenrath, ARD Hörfunk. Ich muss einmal fragen, Herr Seehofer, wie bewerten Sie die Turbulenzen in der K-Frage in der Union? Sind Sie für Laschet oder Söder? Die Frage hinten anstehen, die hat nun wirklich nichts mit der Statistik zu tun. Das erscheint nicht in der Statistik. Noch nicht. Wollen wir mal hoffen, dass es auch in der Statistik des Jahres 21 nicht erscheint. Dann wurden auch die Minister heute Opfer dieser Denunziation, die es vor, ich glaube, letzte Woche war das, gegeben hat. Sie erinnern sich, als sich da jemand beschwert hat, dass ich ohne Maske vor die Kamera trete, was sonst dort auch alle machen. Und da war ja dann Thilo Jung die ganze Zeit hinten, und aber wir wissen nicht, wer es war. Das heißt, ich weiß es schon, aber ich kann es nicht öffentlich sagen, was ich weiß. Und heute nahmen dann der Minister Seehofer, der baden-württembergische Innenminister Strobel und auch noch der Chef des Bundeskriminalamtes München unten vor den Fotografen die Masken ab, und kaum hatten sie die abgenommen, wurden sie dann ermahnt, dass das nicht gehe. Also das Denunziantentum betrifft dann auch hier die Minister. Die Pressekonferenz selbst war bemerkenswert, weil das Hauptthema für die Journalisten war tatsächlich Querdenker-Demos, und die Fragen waren ganz so, kann man das nicht noch schärfer machen und was kann man gegen die machen? So, kann es nicht ein Zentralregister geben? Und auch der Innenminister Strobel hat sich da so geäußert über die Querdenker, über die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen, als sei das generell, seien das Extremisten. Ich schneide Ihnen jetzt mal die Aussage von Strobel zusammen, dann die Fragen von den Kollegen und die Antworten dann jeweils gar nicht oder nur sehr kurz, weil es sonst zu weit führen würde. Hören Sie sich das an. Die Pandemielage hat sich freilich nicht nur auf die Kriminalitätslage ausgewirkt, sondern auch in Teilen das gesellschaftliche Klima verändert. Anfeindungen, Hass, Hetze richten sich teilweise konkret gegen Einrichtungen und Personen. Beispielsweise beleidigen Corona-Leugner Amtsträger oder Politiker bis hin zur Bedrohung. Hier schaut die Polizei nicht weg, sondern trifft lageorientiert die erforderlichen Maßnahmen. Bundesweit beobachten wir auch hier eine Dynamik bei Großversammlungen der Querdenkerbewegung. Sie haben sich bundesweit nicht nur am Karsamstag in Stuttgart bereits mehrfach vollkommen unverantwortlich verhalten. Sie haben sich auf Grundrechte berufen und im gleichen Atemzug Grundrechte mit Füßen getreten. Was am Ostersamstag in Stuttgart sich ereignet hat, war zuvor in Kassel oder Berlin. Auch hier spielt im Übrigen das Netz wieder eine entscheidende Rolle. Angetrieben und aufgehetzt waren die Teilnehmer maßgeblich über das Internet. Soziale Medien haben dabei eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung und Radikalisierung einer Vielzahl an Menschen gespielt. Das hat Auswirkungen auf die Grundstimmung und auf die Dynamik der Lage vor Ort. Das macht polizeiliche Einsatzkonzepte und den polizeilichen Einsatz außerordentlich schwierig. Diese Dynamik schwappt von den sozialen Medien in die reale Welt. Das stellt unsere Einsatzplanungen vor riesige Herausforderungen. Anzahl, Zusammensetzung und Verhalten der Teilnehmenden sind dadurch nur schwer zu prognostizieren. Die Prüfung eines Verbots oder die Festlegung von Auflagen in Bezug auf den Infektionsschutz
oder die Versammlung durch die Genehmigungsbehörde sind damit ungleich schwieriger zu treffen. Einer aussagekräftigen und effizienten Auswertung von Internet und sozialen Medien kommt daher bundesweit eine entscheidende Bedeutung zu. Das werden wir weiter miteinander angehen müssen. Es steht für mich völlig außer Frage, Bilder wie am Stuttgarter Karsamstag in Kassel oder in Berlin dürfen sich nicht wiederholen. Wer sich auf Grundrechte beruft und im gleichen Atemzug andere Grundrechte buchstäblich mit Füßen tritt, der muss damit rechnen, dass wir den gesamten Werkzeugkasten des Rechtsstaates auspacken, um solche Veranstaltungen künftig zu unterbieten oder mit strikten Auflagen zu versehen. Erste Entscheidungen in diese Richtung sind in den vergangenen Tagen gefallen. Das Thema wird uns als Länder gemeinsam mit dem Bund weiter intensiv beschäftigen. Demokratische Freiheitsrechte verlangen verantwortungsbewusste Bürger. Es ist immer auch eine verantwortete Freiheit. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass man schaut, unter welcher Fahne man geht und wer rechts und links von einem geht. Für mich sehr erstaunlich, diese Aussagen. Ich hatte den Eindruck, der Herr Minister Strobel redet hier von anderen Demonstrationen als denen, bei denen ich in letzter Zeit als Beobachter war. Und manche seiner Aussagen, die kamen mir sehr, sehr seltsam vor, weil die hätte man auch zum Beispiel aus dem Mund eines russischen Ministers hören können, der rechtfertigt, warum man in Russland Demonstrationen unter Verweis auf Corona-Maßnahmen verbietet. Für mich war das sehr bedenklich heute. Bei Fragen aus dem Saal bitte ich jeweils um eine kurze Vorstellung. Herr Kollege, bitte. Ja. Markus Pohl, ARD-Magazin Kontraste. Frage an Bundesinnenminister Herrn Seehofer. Ihr Kollege, der Herr Strobel, hat ja gerade schon angesprochen, Querdenken-Demonstrationen. Wenn Sie ein bisschen näher ins Mikrofon sprechen, dann würde das der Verständlichkeit dienen. Danke. Ich bemühe mich sehr. Ja, danke. Super. Der Kollege Strobel hat ja schon angesprochen, die Querdenken-Demonstrationen, wo es immer wieder zu massenhaftem Verstoß gegen Auflagen, gegen Versammlungsverbote kommt. Der Thüringer Verfassungsschutzchef hat jetzt von einer Kapitulation des Rechtsstaats gesprochen, wenn Auflagen zwar erlassen, aber dann nicht durchgesetzt werden. Bisher hat man von Ihrer Seite da noch nicht so klare und deutliche Worte gehört. Warum halten Sie sich da zurück? Ja, weil Sie mir vielleicht nicht immer zuhören. Denn auch meine Position ist da ganz klar. Erstens, wir haben diese Szene von Anfang an stark im Blick. Wir schauen uns genau an, wer da teilnimmt und wie das Verhalten ist. Und zweitens haben die Probleme, vor allem die Gewaltbereitschaft in diesem Bereich, zugenommen. Und deshalb geht die Tendenz bei uns, auch im Verfassungsschutzverbund, eher in die Richtung, diese Szene zu einem Beobachtungsobjekt zu erklären, was verfassungsschutzrechtlich von Bedeutung ist. Und was ich mal per heute vermuten würde, dass es dazu kommt. Wir haben gerade da bei der Auswertung von Stuttgart, es nutzt ja nichts, wenn wir nach jeder solchen Entgleisung feststellen, das darf sich nicht wiederholen und es wiederholt sich dann doch. Ich bin dafür, dass wir da ganz energisch dagegen vorgehen, vor allem auch mit stärkster Polizeipräsenz, die in solchen Fällen, wo es dann selbst bei Bürgern, die man nicht dem extremistischen Kreis zurechnet, mittlerweile auch aus diesen Kreisen gegenüber den Polizeibeamten gibt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die operative Ebene der Querdenkenbewegung bereits als Beobachtungsobjekt identifiziert. Wir setzen nachrichtendienstliche Mittel ein. Und zum Zweiten, unsere Polizei hat das sehr im Blick. Am Karsamstag war eine vierstellige Anzahl von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen. Wir stellen aber auch jetzt in dem vergangenen Jahr eine zunehmende Radikalisierung in dieser Szene fest. Was anfänglich noch zahlreicher Protest gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, der Landesregierung gewesen ist und so ein Protest
mag zwar falsch sein, aber er ist selbstverständlich legitim, hat sich gewandelt in eine allgemeine Demokratie- und staatsfeindliche Agitation. Das wundert mich nun sehr. Auf der Stuttgarter Demonstration habe ich nicht alle Wortbeiträge gehört. Die ich gehört habe, gingen nicht in diese Richtung. In Kassel auch so, während ich etwa bei kleineren Demonstrationen in Berlin wie am Ostermontag diese Beobachtung von Strobel teilen kann. Aber bei den Großen habe ich das zuletzt nicht so erlebt. Aber ich erlebe natürlich auch nicht alles. Und wir haben nicht die Bürgerinnen und Bürger im Blick, die eine andere Meinung vertreten als die Regierung. Das wäre ja schlimm. Sondern nicht jeder Demonstrant ist ein Extremist. Das ist es ist schön, dass man aus Länderebene diese Hilfe nicht bekommt. Jeder klingt so, als ob eine große Zahl der Demonstranten Extremisten wären. Und Frau Kollegin, bitte. Ja, an Beatrice Glasmann von dpa. Ich wüsste gerne von Herrn Münch, ob die Zunahme der Angriffe auf Vollstreckungsbeamte im Zusammenhang mit Anti-Corona-Maßnahmen-Demos zu sehen sind oder vielleicht überhaupt, dass mit der Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen und dann wüsste ich gerne von Herrn Entschuldigung, Minister, eine Frage, eine Nachfrage, okay? Ja, der Zusammenhang ist ein bisschen konstruiert, aber Aber vielleicht können Sie die Frage, Herr Münch, erstmal beantworten. Ja, Herr Münch kann aber natürlich nicht beantworten, ob Herr Seehofer sich inzwischen hat impfen lassen. Ich nehme Sie gerne mit dieser zweiten Frage wieder auf die Liste, wenn wir dazu noch kommen. Herr Münch. Wir haben einen Anstieg der Übergriffe, das hat der Minister schon erwähnt, gegen Polizeibeamte, auch der Widerstandshandlungen. Wir können das nicht, weil wir nur natürlich die Tatzeiten und Tatorte in der Statistik haben, eindeutig in der PKS zurückführen auf Protestveranstaltungen oder auch Einschreiten rund um das Infektionsschutzgesetz. Aber die Kollegen aus den Ländern berichten uns das. Nächste Frage, bitte. Sven Barge, Forum Wochenmagazin. Frage an Herrn Minister Seehofer oder an Herrn Münch zur Corona-Demonstration Querdenken. Gibt es ein Zentralregister bereits für Straftaten, die in diesem Rahmen stattfinden? Oder wird es ein Zentralregister geben, das Sie dann bei sich in Wiesbaden vorhaben? Es ist ja ein Wanderzirkus, der von Stadt zu Stadt zieht. Herr Münch. Ja, gibt es. Also wir erfassen die Straftaten mit Corona-Bezug, politisch motiviert, im Rahmen der Erfassung der politisch motivierten Kriminalität. Und wir hatten im letzten Jahr über 3.000 solcher Straftaten, die dem BKA auch gemeldet werden. Also hier gibt es ein Berichtswesen, was dazu dient, dann auch am Ende die Größe des Problems und auch die Zusammenhänge erkennbar zu machen. Dann, Herr Kollege, bitte. Ja, eine Felix Husmann, Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine ähnlich geartete Frage an Herrn Münch und Herrn Seehofer. Es gab in den vergangenen Monaten diverse Straftaten, auch gegen Impfzentren, Sachbeschädigungen, Bedrohungen unter anderem. Die werden bislang nicht als solche zentral vom BKA erfasst. Warum ist das so und ist da in Zukunft eine zentrale Erfassung geplant? Auch hier gilt immer dann, wenn es politisch motivierte Delikte sind, dann werden sie in dementsprechenden Meldeweg erfasst. Ich fand das bemerkenswert, weil in Weißrussland und in Russland kritisiert man ja immer, dass Demonstrationen verboten werden unter Hinweis auf Corona-Maßnahmen. Da haben auch viele keine Maske auf und hier ist es völlig anders. Diese Frage habe ich dann aber heute nicht gestellt, weil ich die schon oft gestellt habe und ich will ja nicht hier wie ein Papagei immer das Gleiche wiederholen. Habe ich auch eine viel zu kurze Frisur jetzt Corona-bedingt, um hier als Papagei aufzutreten. Und deshalb habe ich die Frage dann etwas anders formuliert. Ich hatte nur eine, hören Sie es an. Dann nochmal zurück zur Statistik, Herr Reitschuster. Ja, Herr Strobel, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist ja ein grundlegendes Recht und die Bundesregierung kritisiert zu Recht, wenn Länder wie Russland es einschränken unter Hinweis auf Corona-Maßnahmen. Sie haben gesagt, die Demonstranten haben Grundrechte mit Füßen getreten. Ich nehme mal an, Sie denken an Infektionsgefahr. Auf welche wissenschaftlichen Grundlagen berufen Sie sich da, auf welche Studien genau? Danke. Es geht zunächst einmal um die Einhaltung des geltenden Rechts. Und wir haben ja in den Corona-Schutzverordnungen bestimmte Abstandsregelungen und anderes mehr.
Und selbstverständlich macht die zuständige Versammlungsbehörde, häufig in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt, kann dann auch für Demonstrationen bestimmte Auflagen erlassen. Also beispielsweise, dass Abstände einzuhalten sind, beispielsweise, dass Masken getragen werden müssen. Beispielsweise kann der Ort der Versammlung festgelegt werden. Beispielsweise kann die Größe der Versammlung oder des Aufzugs festgelegt werden. Und das wird ja durch die Versammlungsbehörden auch gemacht. Und aus meiner Sicht sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das Demonstrationsrecht ist, wie Sie sagen, ein wichtiges Grundrecht, aber der Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bürgerinnen und Bürger ist eben auch ein wichtiges Grundrecht. Und das gilt es auch in diesem Fall sorgfältig auszubalancieren. Zusatz? Sie sind jetzt aber ausgewichen, Sie berufen sich auf das Recht, prima, aber das Recht, auf welche Grundlagen stützt sich das? Es gibt den Brief von Aerosolspezialisten, die sagen, kaum Ansteckungsgefahr im Freien. Also nochmal, auf welche wissenschaftlichen Grundlagen stützt sich das Recht? Naja, es gibt ja eine ganze Anzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen, was die Infektionsgefahren angeht. Es gibt Institute wie das Robert-Koch-Institut, an denen wir bzw. der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber die Dinge dann entsprechend ausrichtet. Dann kommen, unterschlagen Sie übrigens nicht ganz die gewaltsamen Übergriffe, die da stattgefunden haben. Wir müssen immer sauber unterscheiden. Und die haben stattgefunden gegenüber Polizeibeamten. Und dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung, überhaupt keinen Grund, der da angeführt werden kann. Und dem müssen wir die Stirn bieten. Es gehört sich, dass man vor Polizeikräften Respekt hat. Wenn man nicht einverstanden ist, kann man dagegen vorgehen. Aber es ist unter keinen Umständen gerechtfertigt, Gewalt gegenüber Sicherheitskräften anzuwenden. Das muss der Grundkonsens in unserer Gesellschaft sein. Dann kommen wir zurück zu den beiden. Ja, bemerkenswert, der Herr Strobel konnte hier nichts vorlegen. Und es gibt ja auch diese Studie von Aerosolforschern, die sagen, das wird nicht übertragen. Also es gibt nichts Handfestes und man schränkt das verfassungsgemäße Recht auf Versammlungsfreiheit massiv ein unter Hinweis auf irgendwelche abstrakten Aussagen, die man nicht belegen kann. Ja, und das ist mir heute aufgefallen. Also Horst Seehofer hat auch in anderen Momenten, er hat immer versucht, da den Unterschied zu machen zwischen Leuten, die friedlich demonstrieren und einigen Extremisten, die wahrscheinlich auch dabei sind. Ich sehe nur immer wenige. Ja, manchmal habe ich schon welche gesehen, das muss man auch dazu sagen. Ja, teilweise auch auf der Bühne. Allerdings jetzt bei der Stuttgarter Demo habe ich niemanden auf der Bühne gesehen, der in meinen Augen in irgendeiner Form extremistisch gewesen wäre. Ich habe aber auch nicht alles mir angehört, muss man dazu sagen. Aber hier ganz klar, also was der Herr Strobel hier und wie er das ausdrückt, das erinnert mich ein bisschen an Staaten, die nicht ganz so demokratisch sind und die ich ja auch selbst erlebt habe, muss ich ganz offen sagen. Also für ihn sind offenbar Kritiker der Maßnahmen per se verdächtig. Und das war heute auch der Hauptthema. Man hätte ja viel fragen können zur Kriminalitätsstatistik. Ich habe nur mal kurz reingeschaut und ich habe ja nicht viele Fragen, darum konnte ich das dann nicht stellen. Also zum Beispiel der Anteil Nichtdeutscher, wie das dort genannt wird, Tatverdächtiger, sehr viel höher als ihr Anteil in der Bevölkerung. So zumindest mein erster Eindruck. Ich muss nachsehen, also teilweise weit über 30%. Ich glaube nicht, dass wir so viel in der Bevölkerung haben. Das wäre ja zumindest auch ein Thema, wo man mal fragen könnte. Aber ganz, ganz klar, das Thema Demonstrationen, 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 wie kann man härter vorgehen? Dann, was auch ein sehr wichtiges Thema war, fand ich auch, also, dass die Kollegen das nicht aufgreifen. Häusliche Gewalt ist gestiegen und man kann die schlecht erfassen. Infolge der Corona-Maßnahmen, hat Herr Seehofer gesagt. Und das bestürzt mich zutiefst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, häusliche Gewalt, wenn hier Frauen, wenn hier Kinder geschlagen werden, wenn es denen wirklich schlecht geht, dann müsste das ein zentrales Thema für die Medien sein. Und stattdessen Demonstrationen, Demonstrationen, Demonstrationen. Fasse ich mich jetzt auch an die eigene Nase, muss ich dazu sagen, weil ich ja auch dann, also sehen Sie die Gruppendynamik, die, weil dann alle über die Demonstrationen und dann wollte ich da auch den anderen Gesichtspunkt noch einmal bringen. Aber das zeigt, ich glaube, das ist eine völlig falsche Richtung, in die da das öffentliche Interesse geht. Also die Kollateralschäden
was da passiert, was da an Tragödien geschieht. Und ich bekomme ja so viele Nachrichten immer und Mitteilungen und auch Texte, wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten. Und das ist alles kein Thema, aber dass Leute auf die Straße gehen, um für ihre Rechte zu demonstrieren, das ist etwas, was offenbar den Großteil unserer Medienschaffenden, wie man das neudeutsch nennt, ich finde das schrecklich, ich halte es immer noch für Journalisten und Künstler, also Künstler jetzt nicht, dass ich die Kollegen als Künstler bezeichnen würde, aber Medienschaffende ist ja ein Begriff, der weitergeht als nur der Begriff Journalist. Und dass die hier so ausgerichtet sind, dass man wirklich den Eindruck hat, sie fühlen sich als eine Art Hilfspolizei und ihre größte Sorge ist, dass jemand seine verfassungsgemäßen Rechte auf Kundgebungen wahrnimmt, das ist für mich ein Schock. Ich müsste mich schon dran gewöhnen, weil es regelmäßig so ist, aber ich will mich da nicht dran gewöhnen. Ich will die alte Presse zurück, ich will den alten Journalismus zurück, ich will das so wie in den 90er Jahren, als die Journalisten dem Staat auf die Finger schauten und als ihre größte Sorge nicht war, wie er noch mehr gegen die Demonstranten machen kann und wie er noch stärker da vorgehen kann. Für mich ist das immer noch befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas, was mich zutiefst beunruhigt, zutiefst Angst macht. Ich sehe das einfach so, dass hier massiv mit Ängsten gearbeitet wird und hier diese Schwarz-Weiß-Bilder und so muss das 1914 gewesen sein. Also dieses Freund-Feind und wer nicht fürs Vaterland, wer nicht für die Corona-Maßnahmen ist, der ist ein böser Volksfeind und gegen den muss man etwas unternehmen. Das habe ich jetzt drastisch ausgedrückt, plakativ, ist mir bewusst, ist vielleicht etwas zu plakativ, aber sehen Sie mir das nach, weil mich das wirklich emotional sehr bewegt. Häusliche Gewalt, Zunahme, ja, so what, aber Corona-Maßnahmenkritiker, die sind unser Problem hier in diesem Land. Ich will mich damit nicht abfinden, ich will nicht, dass ich mich da dran gewöhne. Ich finde, das ist nichts, woran man sich in irgendeiner Form gewöhnen könnte. Ich habe jetzt sicher noch irgendetwas vergessen, weil hier in dieser Kälte und auf dem Geländer kann ich meinen Computer nicht aufmachen. Wenn ich irgendetwas vergessen habe, dann werde ich Ihnen das jetzt im Off reinsprechen mit ein paar Szenen von der Bundespressekonferenz. Sollte ich nichts vergessen haben, dann werde ich mich an dieser Stelle gleich von Ihnen verabschieden. Und natürlich habe ich etwas vergessen. Eigene Fehler vergisst man immer sehr schnell. Und heute habe ich den Fehler gemacht, für den ich mich aber auch nicht groß verantwortlich fühle, dass ich nicht wusste, dass die Kriminalitätsstatistik und die politisch motivierten Straftaten aus dieser Kriminalitätsstatistik getrennt vorgestellt werden. Ich fragte deshalb nach den politisch motivierten Straftaten und musste dann erfahren, dass das getrennt vorkommt. Sehr fair von der Vorsitzenden, dass sie mir dann aber trotzdem nochmal später das Wort gegeben hat, denn sonst wäre sozusagen mein Rederecht damit schon verfallen gewesen. Hier kurz diese Szene. Hofer, Reitschuss. Wenn, ist mein... Genau. Ah, wunderbar. Ich habe mich sehr Wenn gewundert. Sie sich auch noch vorstellen. Habe ich gerade gemacht, aber ja? Ich mache es gerne nochmal. Reitschuster ist mein Name. Ich habe mich sehr gewundert, dass zum Thema politisch motivierte Gewalt jetzt noch nichts gesagt wurde. Könnten Sie vielleicht ausführen, wie die sich gestaltet hat, vor allem Gewaltkriminalität, also nicht nur politische, sondern Gewaltkriminalität politisch? Es gehört zur guten Tradition, dass man die politisch motivierte Kriminalität in einer eigenen Pressekonferenz präsentieren. Wir wollen das nicht mit dem engeren Bereich der Kriminalitätsstatistik verknüpfen. Ich nutze aber jetzt einfach die Zeit, Frau Welte, auch wenn Sie mich hinrichten, der Frau Glassmann, die nicht gestellte Frage zu beantworten, dass ich geimpft bin seit gestern. Ich mache das, wie ich das immer mache, ohne Kamera. Das sind keine Dinge aus meiner Sicht, die man mit für die Öffentlichkeit groß zelebrieren sollte, sondern das macht man zum Schutz von sich und der Bürgerschaft oder seinen Personen, mit denen man zu tun hat. Und was ich dann auch noch bemerkenswert finde, dass neuerdings streng kontrolliert wird, dass man nur mit FFP2-Masken in die Bundespressekonferenz darf. Der Herr Bundesinnenminister Seehofer hatte heute aber nur eine chirurgische Maske. Also Minister dürfen das, die normalen Journalisten nicht. Aber da kann man ja auch sagen, Journalisten sind die Hausherren in der Bundespressekonferenz und als Hausherr kann man ja auch einmal großzügig sein gegenüber einem Gast. Also wollen wir das darauf abschreiben.
Das war's an den Szenen, an den Dingen, die ich vergessen habe. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie meinen Kanal, abonnieren Sie den Zweitkanal, da müsste jetzt oben rechts dann der Hinweis kommen. Lassen Sie ein Abo da, wenn Sie noch keines haben. Schreiben Sie einen Kommentar, machen Sie ein Like. Das bekämpft den Shadowban von YouTube. Das versucht mich hier runter zu stufen. Und wir sehen uns wieder. Und bald komme ich mit einem neuen Video hier. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage der Reitschuster.